Jo Leute, herzlich willkommen bei den Aufregers, hier wieder mit eurem Olli von den Aufregers mit einem neuen Flashgame Let's Show für euch. Heute wieder ein etwas neueres Spiel von Mojo Games, nämlich Monster Saga. Monster Saga ist relativ neu, wie ich schon sagte. Es ist von Kongregate, also Kongregate macht irgendwie auch ziemlich gute Spiele, habe ich. Ich weiß aber leider gar nicht, wer jetzt die Produzenten sind in dem ganzen Scheiß und wer die Publisher, also wenn ich was Falsches sage, ich sag dir mal nichts. Ich sag einfach, es ist von dem und dem. Von Mojo Games eben gefunden bei der Seite. Gut, wir haben Monster Saga, wir sehen schon hier diese kleinen fluffigen Viecher. Dass es gerade Musik kommt, liegt nicht an eurem Computer oder an mir. Es ist einfach so, ich habe keine Ahnung warum. Ich habe schon dieses Spiel angefangen und ich werde einfach ein neues Spiel beginnen. Look at the time, it's so late. I think I've collected enough blocks, I have to hurry home before it gets dark. Okay, ich muss zurück nach Hause, ich habe genug Käfer gesammelt, ich muss nach Hause. Dieses Spiel ist einfach nur super geil, Leute, wirklich. Also wer schon bei Pocket Creatures, was ich natürlich wieder schön verlinken werde, hat schon einer gesagt, erinnert ein bisschen an Pokémon. Leute, das erinnert an Pokémon, aber ohne Ende. Echt geil. Gut. Come on, Lex, just run faster. Mom's gonna be mad at me and I don't want to be lectured for hours. Also er will keinen Ärger mit seiner Mutter kriegen. Oh, I didn't see the hole. Okay, er ist in ein Loch gefallen. Hilfe, Hilfe! Dieses Loch absorbiert mich. Ich bin fast eine Minute gefallen. Ich bin tot, wenn ich den Boden erreiche. Leb wohl, du harte Welt, was weiß ich. Okay, it's a miracle, I'm alive. Yippie, oh, ich bin am Leben. But where I am now? Oh, wo bin ich? It doesn't look like the hill behind school. Oh, es sieht nicht aus wie der Hügel hinter der Schule. Where in the world could I be? Wo zur Hölle könnte ich sein? Wow, Monsters, look... Monsters, look at their eyes. Their teeth. Oh, die Augen und die Zähne sind so gruselig. They look like a blue rabbit and a monkey. Oh, sie sehen aus wie, Hase und Affe. So scary, run, I think should stay away from them. Okay, gut. Also, da rennt jetzt hier weg. Ich muss mal ein bisschen verkürzen, das Interview ist echt zu lang. Stößt dann mit einem Mädchen zusammen, die dann möchte, dass ihr helft bei ihrer Reise. Ist seid ihr hier in einer neuen Welt. Und zwar sollt ihr ihr helfen, eine Monstertrainerin zu werden. Und diese Monstertrainerin seid jetzt ihr. Und ihr habt jetzt praktisch jetzt hier, praktisch erstmal unser Inventar. Wir sehen jetzt hier erstmal bei Unit, sehen wir unsere Monster, die wir gleich am Anfang haben. Und das ist hier dieser kleine Butchi, Level 4 schon, der Muffin heißt, oh Gott. Ja, und in Nanabana, Monjo Level 2. Okay, gut. Und wir fangen einfach mal mit dem ersten Kampf an. Es ist praktisch also kein Strategiespiel, ihr könnt leider wieder nicht interagieren, also eigentlich eher ein Taktikspiel, ein Trainingsspiel, ein Pokémon-Spiel, kann man wirklich sagen. Nämlich, es gibt noch einen kleinen Unterschied zu Pocket Creatures erstmal, aber ihr werdet es da sehen. Also ihr werdet jetzt erstmal sehen, dass wir hier erstmal überhaupt nichts machen können, sondern einfach nur sehen können, wie die Schlacht ausgeht. Und hier haben wir praktisch hier wieder typischerweise wieder unsere kleinen Fluffy-Puffys, unsere Muffins, die im Nahkämpfer sind. Und unsere Nabanana, der da hinten rein drin ist und eben die Leute so breit und die anderen eben so breit kloppt mit seinen Bananen. So, da haben wir jetzt gewonnen und kriegen dafür Geld, Essen und Bonbons. Wofür die sind, das zeige ich euch jetzt. Das ist nämlich auch gar nicht so unkomplex, muss ich sagen. Erstmal muss ich auf diese Liste. So, jetzt habe ich hier die Liste von Viechern, die ich habe. Ich könnte jetzt auch noch den hier nehmen, sehe ich gerade. So, wen habe ich den denn? Ach Gott, wie geil. Ach wie Gott. Leute, ich muss euch was gestehen. Ich habe dieses Spiel schon mal durchgespielt. Vollkommen durchgespielt. Und ich vermute, weil das war nämlich einer der Endgegner, den kann man gar nicht holen. Haha, ist das geil. Ich habe einen Endgegner. Tue ich gleich mit ins Team, ist ja super, dass ich den gleich hier habe. So, jetzt werde ich erstmal... Oh, was mache ich denn jetzt? Auf den Mochi gehen. Auf Train. Und hier können wir zum Beispiel seine Fertigkeiten, seine Intelligenz, seine Agilität, seine HP, seine Attacke, alles trainieren und zwar mit Futter. Und es dauert dann auch ein bisschen. Das machen wir doch gleich mal so zum Anschauen. So, der trainiert jetzt. Sehen wir jetzt hier. Das dauert jetzt ein bisschen und währenddessen können wir irgendwas anderes machen. Wir farmen zum Beispiel, heißt es, dass wir immer pro Tag oder pro Monat immer Essen bekommen. So schon von alleine. Und weil wir Essen brauchen, um zu trainieren,
können wir das hier upgraden, aber auch wieder für Geld, was wir uns erst wieder verdienen müssen. Die Upgrades sind allgemeine Sachen, es gibt eben auch verschiedene Klassen natürlich, es gibt welche, die sind Melee, also praktisch universal einsetzbar, Fernkämpfer und magische. Das sind zum Beispiel so ein Drache, der zählt als Magiekämpfer. Und dann Quests, praktisch Questfertigkeiten, zu denen ich noch komme, zu den Quests komme ich noch. Und Battle eben, dass ich mal ein Magie dazu bekomme und Schlachtkosten weniger, alles möglich. Kann man ja alles machen bei den Upgrades. Und Quest. Wofür die wirklich sind, ist, weiß ich gar nicht. Also wir können zum Beispiel auf jeden Fall irgendein Monster losschicken, diese Quest zu erledigen. Und dann bekommen wir irgendwie Geld für. Aber die sind meistens halt, also du brauchst manchmal für verschiedene Quests auch bestimmte Monster, um die zu erledigen. Und die sind dann auch meinetwegen 3-4 Tage weg. Das heißt, es kann auch mal sein, dass du mal 3 Minuten warten musst, bis sie wieder da sind. Aber dafür bekommen wir wieder Geld und Futter, wofür wir wieder trainieren können und Upgrades kaufen können. Und so geht es dann immer weiter. Es hört sich echt komplizierter an, als es ist. Man ist da eigentlich nach 5 Minuten echt drin. Aber jetzt ist mein Mochi auch wieder zurück. Und jetzt möchte ich... Warte mal. Geht das schon? Ich möchte mal ein Level Up machen. Das geht nämlich auch, genau. Und dann... Ey, immer bei Level 5 entwickeln die sich die Teile. Und es entwickelt sich zu... einem neuen Monster, nämlich zu Taffy oder zu Pochi. Was ist eigentlich? Nee, ich glaube Taffy ist der praktisch, wie das wirklich heißt. Und Pochi so der Spitzname. Aber die kann ich leider nicht bestimmen. Finde ich ein bisschen schade. Was ich auch schade finde, ist, dass es nur eine Entwicklungsstufe gibt. Es gibt nur eine einzige. Aber hey, ein bisschen Action zeigen muss ich natürlich noch. Das ist zu stark. Das weiß ich jetzt schon. Das könnte klappen. So, wir sehen uns das an. Guck dir mal, ihr habt den Riesenhai. Das war einer der letzten Endgegner. Der hält sau viel aus eigentlich. Was ist denn da los, ey? Warum habe ich den denn jetzt? Wie geil. Krieg ich jetzt... Boah, ist das lustig, ey. Wirklich, das finde ich jetzt gerade richtig geil. Ich habe jetzt dieses Spiel durchgespielt, habe ein neues Spiel angefangen und dafür habe ich jetzt diesen Hai. Irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Total geil. Also... Leute, es lohnt sich. Was heißt durchzuspielen? Ich habe einfach jede Mission erledigt, die es hier gab. Und ja, das war auch wirklich schwer teilweise. Also ich musste sehr lange trainieren. Aber man kann sich ja wirklich auch... es ist nicht wirklich taktisch. Es ist eigentlich eher dieser Wiedererkennungswert durch Pokémon. Es ist ein ziemliches Pokémon-Flavor, auch ziemlich viel Pokémon-Feeling. Also was so knuffig ist. Ich finde, die Musik ist sehr, sehr gut gemacht. Die Grafik ist toll. Das Design ist schön. Also hier auch diese Drachen, diese kleinen Dinger, die werden total den Killerviechern. Ich hatte in meinem letzten Team, was ich, ne, von meinem letzten Spielstand, hatte ich so einen riesigen Drachen am Schluss. Also der hat alles weggehauen, ging gar nicht, ne, und wird aber teilweise auch echt schwer, da muss man auch mal wirklich mal echt nachdenken, was man macht, weil wo diese Fragezeichen sind, wird später ein Turniermodus freigeschaltet, das heißt also, ich muss Turniere bestehen und gewinnen, damit ich einen Rang steige, das sehen wir hier, ich habe jetzt im Moment Rang E, das ist das Niedrigste. Und... wenn ich das gemacht habe, einen Rang gestiegen habe, darf ich hier in verschiedenen Orten suchen. Und wenn ich suche, was ich damit meine, sage ich jetzt, so, jetzt sucht es nämlich nach was, und zwar in den Höhlen. Und da zeige ich euch auch noch, wie ihr andere Monster bekommen könnt. Praktisch, jetzt habt ihr hier einfach eure Monster. Den habe ich jetzt geschenkt bekommen, die waren also alle am Anfang schon da. Die könnt ihr jetzt trainieren, ihr könnt sie ausbauen, ihr könnt sie natürlich auch wieder rausschmeißen, ist klar. Aber ihr könnt auch neue dazu bekommen und wie das jetzt geht, das zeige ich euch gleich. Moment mal, ich bin die ganze Zeit viel zu langsam. Hier, ich kann das mal 3 machen. So, jetzt geht's auch ein bisschen schneller. Dankeschön, ich habe mich schon gewundert. So, hallo, was ist denn hier los? Ja, Monstersaga, Leute, Monstersaga. Aber wirklich, also ich habe es innerhalb von 1,5 Stunden, glaube ich, rund durchgehabt. So, jetzt habe ich hier Beethoven Bedbauen. Also ihr seht hier 2 von 4. Ich habe jetzt 4 Monster, findet man immer. Und ich habe 3-mal Bedbauen gefunden. Die kosten alle unterschiedlich. Das heißt, die sind auch wahrscheinlich unterschiedlich stark. Ja, da wird ein bisschen stärker sein. Und der nächste ist so mittelstark. Und dann eben noch ein Gorgat. So ein, hier, so eine Fledermaus. Die kann eben auch so ein bisschen fernschießen. Alles Mögliche. Und, aber das einzige Blöde finde ich erstmal. Es ist nicht wirklich schwer. Es ist auch nicht wirklich komplex. Man hat sich nur nach 2-3 Minuten reingelesen. Und, ich muss auch sagen, weiß nicht, man will es zwar wirklich durchschaffen, es ist aber echt nicht schwer und jedes einzelne Monster kann sich auch nur höchstens einmal entwickeln. Manche entwickeln sich gar nicht. Und das finde ich ein bisschen schade, also dieses, wow, was wird daraus, wie sieht's aus, ist bald vorbei und das finde ich ein bisschen schade.
Na gut, ich würde sagen, wir zeigen nochmal einen Kampf. Oder? Machen wir nochmal einen? Zeigen wir nochmal einen Kampf. Oder warte mal. Habe ich jetzt gar keinen... Oh, Moment. Moment, wir machen nochmal was. Dass ihr auch nochmal ein anderes Viech in Aktion seht. Wir searchen nochmal kurz. Das dauert ja nicht lange, weil ich ja jetzt die Geschwindigkeit erhöht habe. Das erhöhe ich nochmal schnell. Quest Nummer 23. Ich habe jetzt auch gar keinen Bock, Quest zu machen. Das sieht folgendermaßen aus. Wie sieht es denn aus? Wir nehmen einfach hier ein und schicken den los, ne? So, 5 Days. Dann warte ich, bis er wieder da ist und dann kommt er mit der Kohle wieder, weil er die Chance dann geschafft, weil er es dann geschafft hat oder nicht. Ich möchte jetzt hier noch einen rekrutieren. Boah, geil, hier. Genau, den wollte ich auch. Diesen Falken. Genau, das andere Zeug möchte ich gerade gar nicht. So, jetzt habe ich nämlich praktisch hier ein neues Teammitglied. Möchte ich mir jetzt holen. Falco. So, der ist jetzt mit drin. Und dann machen wir den letzten Kampf. Und dann würde ich sagen, Leute, es reicht wieder. Es sieht natürlich alles nicht so arg spektakulär aus, außer der Hai. Mal ganz ehrlich, der Hai ist geil, oder? Aber ich habe ja wirklich einen Endboss bekommen. Der ist natürlich überhaupt nicht geskillt und nix, ne? Also der ist ja wirklich, Level 0 untrainiert, also der kann unheimlich stark werden. Und das finde ich zum Beispiel ein richtig geiles Ding. Also das, da hat man richtig Bock, das nochmal ein bisschen zu spielen. Echt, also. Auf jeden Fall gibt dieses Spiel einen richtig, richtig dicken Aufreger-Daumen nach oben. Also Rating bei der Seite waren auch 5 von 5. Super, super tolles Spiel. Macht sehr lange Spaß. Erinnert ein bisschen an Pokémon. Ist sogar vom Design her, kommt wirklich ziemlich gut ran. Für ein Flash-Game einwandfrei. Also dann Leute, das war euer Olli von den Aufregers. Over and out.